So, jetzt erstmal eine Banane. Die gibt Kraft und Konzentration. Die ist mir eigentlich viel zu reif. Ich wusste, dass das kommt. Mei, lecker. Banane? Ja, super. Und damit herzlich willkommen zum internationalen, weltweit anerkannten MDST. Mach deine Scheiße. Tag. Bei uns etwas verspätet. Normalerweise ist dieser Tag immer am 1. Februar des Jahres. Im 1. Februar des Jahres, als gäbe es mehrere Februare. Ist ja schon Quatsch. Wir sind mal wieder ein bisschen verspätet dran, aber das macht nichts. Es ist vollkommen egal, wann man diesen Tag macht. Wichtig ist, dass man ihn macht. Also für uns ist heute MDST. Ich habe eine kleine Liste vorbereitet mit Sachen, die wir schon ziemlich lange vor uns herschieben. Meistens Kleinigkeiten, aber man setzt sie einfach nicht um. Sie aus liegen und liegen verschiedensten da. Gründen. Ja. Naja, letztes Jahr waren wir auf jeden Fall auch zu spät. Und warum? Diese Tradition, die führen wir jetzt weiter. Genau. Hinter uns ist schon die erste Baustelle. Es geht um ein paar Kleinigkeiten an dieser Zirbenholzwand, die wir letztens fertiggestellt haben. Da sieht man eine Doppelsteckdose oder beziehungsweise einen Doppelrahmen, wo eigentlich nur eine Steckdose ist. Da ist doch irgendwas falsch. Also, das müssen wir ändern. Das steht hier bei uns auf der Liste und das gehen wir jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Du bist einfach ein toller Hund, ey. Also, noch ist Strom drauf. Jetzt nicht mehr. Es kann losgehen. Es ist hier sowieso so eine ziemlich dunkle Ecke, weil da oben, da fehlt noch eine Lampe. Die Lampe da hinten, die ist kaputt. Und noch dazu ist gerade unsere andere Lampe ausgefallen, weil ich ja den Strom abgestellt habe. Jetzt wird es richtig dunkel hier. So, auf geht's. Das ist eine Aufgabe nach meinem Geschmack. Ich bin quasi schon fertig, Annika. Echt? Ja, sicher. Ich kontrolliere nochmal. Nee, alles safe. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, was schön. Erste Aufgabe erledigt. Jetzt kannst du gucken kommen. Wow, sehr gut. Ja, sieht viel besser aus und jetzt vollendet. Noch nicht ganz, weil da ist noch eine weitere Steckdose ganz ohne Blende. Da muss noch eine neue Steckdose rein, weil sonst passt die Blende nicht. Ich hoffe, das geht genauso schnell. Pass auf. Aha, nicht Stift. Auch hier erst nochmal Kontrolle. Gut, es ist nichts drauf. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Schraube ich überhaupt gerade das Richtige los? Ne, ich glaube hier. So. Ich muss irgendwie ständig nachmessen. Bei Strom habe ich echt Angst. Es ist immer noch stromlos. Neue Steckdosen bitte. Wie könnte es anders sein? Direktimport aus Deutschland. Schon sehr dunkel hier, ne? Geht. Du stehst natürlich im Licht. Es geht alles. Zack, bums, fertig. Zwei schöne Steckdosen hier an unserer wunderbaren Zirbenholzwand. Ich mag sie sehr. Das war allerdings erst ein Teilpunkt. Ich habe hier nämlich noch meine Leisten, mit der ich diese unschöne Lücke hier bedecken möchte. Hier habe ich, auf der Seite habe ich schon was Schönes angebracht. In stundenlanger Fleißarbeit genauestens angepasst. Und ich bin sehr zufrieden damit. Da oben ist ein Nagel krumm. Den müssen wir gleich noch rausziehen und gegen einen anderen ersetzen. Ja, wir müssen jetzt sowieso raus. Nägel holen. Ich habe nämlich gedacht, wir nageln die ganz einfach an. Wir haben so kleine silberne Nägel mit winzigen Köpfen. Die sind quasi unsichtbar. Das können wir wohl verkraften, ne? Ich denke auch. Ja. Wie habe ich hier im Zirbenholzwand-Video gesagt? Das Holz der Zirbe. Es ist das weichste aller Nadelholzer. Deswegen muss ich hier äußerst vorsichtig sein. Oh. Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich gerade... Ja, das ist ja Eiche, der verkraftet ein bisschen mehr. Warst du das? Ups. Meine Verluste sind okay, also jetzt nur ein Nagel. Yep, wir haben immer noch unsere altbekannten Mikrofonprobleme. Auf jeden Fall war das der Moment, wo Annika meine Nagelauswahl kritisiert hat und meinte, wir hätten doch viel schönere Nägel. Ja, die sind tatsächlich bedeutend besser. Oh, kann das sein, dass ich irgendwie auf einen Schraubenkopf haue oder sowas? Ich habe das Gefühl, der Nagel trifft genau auf irgendwas Hartes. Oh, nö! Oh, nö! Ich glaube, wir müssen damit leben. Mir blutet das Herz. Naja, Gott sei Dank ist er fast oben an der Decke. Also es sehen nur Leute, die über 2 Meter sind. Was selten der 2,40 Meter 40 müsste man sein. Super.
Wie? Willst du mich verarschen? Oh, der Nagel war gar nicht im Holz, der war nur in der Lücke. Oh nein. Oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Doch. So, auf ein neues. Ich bin so am Schwitzen. Damit ist der erste Punkt abgehakt. Zirbenwand sieht super aus. So, To-Do Nummer 2 befindet sich draußen. Und zwar geht es um dieses schäbige Beet hier. Wir haben im, ich glaube, vorletzten Sommer hier diese Steine gesetzt. Als kleine Beetumrandung. Finde ich auch immer noch ganz gut, so wie es ist. Bloß hatten wir uns noch nichts überlegt, was wir dann da oben drauf auf das Beet drauf schütten. Ob wir vielleicht Rindenmulch nehmen, so wie hier auf dem Platz. Oder Kies oder was auch immer was. Jetzt muss ich mal eben Platz machen. Und ja, weil wir uns nicht entscheiden konnten, haben wir einfach nichts gemacht. Aber mit diesem Nix sind wir auch nicht mehr zufrieden mittlerweile. Wir haben uns jetzt gedacht, wir schütten dieses Kies. Beet voll mit Kies, so wie auch hier da die Treppenstufen. Und wenn es uns irgendwann nicht mehr gefällt, dann kann man Kies ja auch immer ganz gut wieder rausschaufeln. Aber jetzt, bevor die ersten Campinggäste kommen, im Frühjahr vielleicht, soll dieses Beet einfach ein bisschen schön gemacht werden. Den Kies, den holen wir jetzt von unserem zweiten Grundstück. Wir sind ja seit neuestem mit Eigentümer von einem zweiten Grundstück und da liegt noch ein bisschen Kies, das müsste eigentlich genau der gleiche sein wie bei uns da in den Treppenstufen. Also holen wir uns jetzt mal eine Ladung Kies. Eine noch kommt, so und letzte. So, zurück an unserem Beet. Wir haben dieses Pampasgras mal von unserem Nachbarn bekommen. Das war so ein Ableger. Den Pampasgras heißt das? Ja, oder Ziergras oder ja, wie auch immer. Da habe ich mir auf jeden Fall einen Ableger holen dürfen. Und ja, die wächst ja richtig gut. Und der Busch, der soll rausfliegen, weil im Sommer sitzt der so krass voll mit Fliegen und Brummern. Also wirklich, der sitzt einfach voll. Und den wollen wir in den Hühnerstall pflanzen, damit das eine super Beschäftigung im Sommer für die Hühnis ist. Faina, bleibst du mal hier? Jo, der ist raus. Nur, ich kann den nicht alleine tragen. Ey, wie kommt das Huhn schon wieder raus? Aua, ah, voll ins Auge. 3, 2, 1, oh, viel zu schwer. Lass uns den mal versuchen zu rollen. Erstmal auf die Seite, so. Oh. Mal so zu rollen, hier drüber rollen. 1, 2. Und ich bin mir ziemlich sicher, wäre heute nicht der MDST, das Beet sähe im Sommer immer noch genauso aus. Also ein Hoch auf den MDST. Wisst ihr noch, als wir diese Beetumrandung hier gebaut haben? Hier war ja wirklich alles voller Müll, voller Scherben, voller Schindeln. Und es geht genauso weiter. Ach, apropos, passend zum Mach-deine-Scheiße-Tag. Hatte ich gerade noch einen Einfall. Diese Scheiße vom Nachbarshund, die liegt hier schon seit Wochen. Wenn ich noch eine Woche warte, ist sie weg, aber ich mach sie jetzt einfach weg. Hier einfach nur mit bei, das passt schon. Fertig. Dein Leben hätte ich gerne. Schnell weg. Ich würde sagen, Aufgabe Nummer 2. Abgehakt. Erledigt. Bepflanzen wollen wir die Ecke natürlich auch noch. Die soll nicht so kahl bleiben. Oder vielleicht stelle ich hier auch einfach nur einen Blumentopf drauf. Keine Ahnung. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen grüner hier. Ja, soll nicht so ganz so kahl bleiben. Und das passt jetzt wenigstens optisch zu den Treppenstufen. Puh. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. So, der nächste Punkt ist ein Punkt, der letztes Jahr, glaube ich, auch schon auf der Liste stand. Die Liste scheint sich also in gewissen Teilen zu wiederholen. Und zwar liegt unsere Dachleiter schon seit Monaten auf dem Dach, obwohl wir sie nicht brauchen. Deswegen hole ich jetzt die Dachleiter darunter und gleichzeitig werde ich die Strickleiter montieren, die wir vor, keine Ahnung, auch schon wieder vor Monaten gebaut haben. Mal schauen, wie das so funktioniert. Das halt wieder so schlecht, ne? Wegen dem Himmel. Ich habe hier ja schon ein paar Gewindestäbe in diese Betonplatte eingelassen und da brauche ich jetzt nur noch ein paar Ösen und einen Karabinerhaken dran machen. Es zieht wie Hechtsuppe hier oben.
Hier unten auch. Dass wir eine Leiter an der Hauswand anbringen, hat übrigens auch einen guten Grund. Die Stehleiter steht auf dem Untergrund nicht richtig und die Dachleiter wird über kurz oder lang unsere Schindeln kaputt machen. Von unseren Dachdecker-Nachbarn wissen wir nämlich, dass das Dach wohl so 50 Jahre alt ist. Und diese Schieferschindeln, die werden mit den Jahrzehnten nicht besser. Und wenn wir weiterhin über die Dachleiter auf das Dach klettern, um zum Beispiel den Schornstein zu reinigen, dann werden uns immer mehr Schindeln brechen und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Und deswegen wollen wir zukünftig an der Giebelwand hoch. Ja, super! So, unten bin ich wieder. Wie man sehen kann, es regnet. Ich habe es gerade schon probiert. Es ist so unfassbar glatt gerade. Oh, richtig ärgerlich. Ich wollte es wirklich jetzt testen, aber ich glaube, wir müssen das verschieben auf einen Tag, wo es nicht regnet. Mist. Aber trotzdem, die Aufgabe ist erledigt. Naja, zum Teil zumindest. Die andere Leiter ist ja noch auf dem Dach. Die müssen wir jetzt runterholen. Aber ich freue mich drauf, wenn es nicht mehr regnet und ich diese Strickleiter ausprobieren kann. 10 Sekunden später und wir haben überlegt, wir holen die Leiter doch jetzt nicht vom Dach. Es ist einfach zu nass und rutschig. Es ist zu gefährlich. Das Blöde ist, es wird jetzt die ganze Woche lang regnen. Das heißt, wir müssen jetzt doch noch ein bisschen warten, ehe wir diese blöde Leiter vom Dach holen können. So spielt das Leben manchmal. Wir kümmern uns jetzt um die nächste Aufgabe. Heute wird es den ganzen Tag regnen. Umso besser ist es, dass unsere nächste Aufgabe hier drin stattfindet. Wir haben seit Monaten schon, ich glaube seit Sommer letzten Jahres, dieses, wie nennt man das? Ein 2-in-1 Insekten- und Verdunklungsdingen. Ihr wisst, was ich meine. Ein Verdunklungsmoped. Das liegt schon seit Monaten bei uns im Schlafzimmer und ich stoße mir immer den Zeh da dran. Und heute am MDST wird es Zeit, dieses Verdunklungsmoped an die Dachschräge anzuschrauben. So, Eni nimmt den Bohrer mit und die Dübel. Genau. Ab nach oben, ne? Ab danke. Nach oben. Nee, stopp, aus. Mit Hund kann man nicht das arbeiten. Das kannst du einfach auch am besten, wenn man dich so gar nicht braucht. Ja. Guck mal da. Nein, nicht da. Die Frage ist nur, wie rum? Ich glaube, das Insektending muss nach unten. Ja, hätte ich jetzt intuitiv auch gesagt. So rum. Das hätte auch ein Stückchen länger sein können. Anni hat gesägt. Was? Ich muss den Hammer noch mal kurz holen. Den kann ich auch nochmal ausmachen. Okay. Noch weiter? Ja, also nach rechts lenken sozusagen. So. Ja. Ein Tacken, ein Müh nach links. Das war ein Müh. Ja, okay. Das war gar nichts. Nein. Müh sind tausendstel Millimeter. Ja, so ungefähr. Hast du das auch schon gemacht? Boah, ich rutsche ab. Oh, nee. Was das ist, glaube ich, der Kantenschutz. Jetzt? Ich habe jetzt einfach mal den Bohrer gewechselt. Der andere war nämlich ziemlich stumpf. Und ich glaube, wir können jetzt einfach durchs Metall durchbohren. Ohne saugen. Was ist das, Wäsche hier? Ja, das ist Wäsche. Okay. Dann schieb das ein bisschen zur Seite. Ja, ein bisschen hier so. Jawohl. Jetzt aufbohren, Dübel rein. Und dann und das Ganze 8-mal. Ein bisschen, ne? Ja. 4 Schrauben. Ich halte. Oh. Meinst du, passt? Eieieiei. Der ist wohl ein bisschen abgedriftet. Ein bisschen. Ja, das geht rein. Ja, stopp. Upsi. Erster Eindruck? Ja. Stabil! Du musst es schon gleichmäßig, ne, machen. Super. Klasse. Toll. Schwieriger als gedacht, hat jetzt eher schlecht als recht funktioniert mit der Montage, aber dran ist dran. Ich bin nicht so ganz zufrieden damit, gebe ich zu. Ja, komm. Es war nicht billig, aber irgendwie wirkt es ein bisschen billig. Naja, egal. Naja, das muss ich erstmal noch ein bisschen einlaufen. Es läuft sich noch ein bisschen ein. Das stockt noch ein bisschen, aber das andere, das war auch das erste, was ich zusammengebaut habe. Komm. Wir haben noch ein zweites im anderen Zimmer. Das läuft hoffentlich ein bisschen besser. Auf so viel Stress, erstmal eine Waffel. Ja, eine Waffel ist es leider nicht geworden, da unser Waffeleisen im Bon Repos liegt. Naja, aber dafür hatten wir einen leckeren Crepe mit Schoki. Werden sogar zwei. Also Fliegennetz auch abgehakt. Damit habe ich noch einen Punkt offen, einen wichtigen Punkt. Der wird aber erst heute Abend erledigt. Und bevor ich es vergesse, nochmal ein kurzer Hinweis. Wir haben 2 CDs zugeschickt bekommen von einem Musiker, der keltische Musik macht, also passend hier für die Bretagne. Und wir haben mit Sicherheit den ein oder anderen Bretagne-Fan unter unseren Zuschauern, der vielleicht auch die bretonische Musik mag, die ja sehr viel von der Harfe geprägt ist. Der hat vielleicht auch Interesse an dieser CD. Ich packe den Link
zu dem Musiker mal in unsere Videobeschreibung. Schaut oder hört da doch gerne mal rein. Ich selber höre so eine ruhige Musik, auch gerne mal einfach ein bisschen Piano. Auch gerne mal beim Lesen in meinem Sessel. Was gibt es Schöneres zum Runterkommen? Fehlt noch der letzte Punkt auf meiner Liste. Einfach mal entspannt lesen ist nämlich auch was, was ich ständig vor mir herschiebe. Und jetzt nehme ich mir die Zeit dafür. Wo ist mein Buch? Ach da. Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. Ach ja, au revoir. Et à bientôt.